A nameless hero appears. After a while, our hero remembered he had somewhere to be. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen bei Inked. Einem, wie man sieht, per handgezeichneten Spiels. In dem wir hier einen namenlosen Helden spielen, wie es da gerade zu sehen war. Und ja, WASD, die Steuerung anscheinend, kann ich, springen kann ich, muss ich gerade mal probieren hier, bevor wir hier uns ins Abenteuer stürzen. Und, jetzt kann ich gar nichts machen. You dare betray me? I am your creator! Oops. So, jetzt kann ich wieder was machen. Alles klar, immer wenn diese blauen Balken oben und unten erscheinen, kann ich hier gar nichts tun an der Steuerung, mit der Steuerung. Dann bin ich sozusagen den Bildern ausgeliefert. Ja, wir haben gerade gesehen hier auf diesem Bildschirm, dass, Bildschirm in Anführungsstrichen, ist egal, dass wir entweder ein Krieger waren, sind und, ja, schon das eine oder andere Leben auf dem Gewissen haben und diese Striche dort auf diesem, ich bleib mal bei Bildschirm, die sind hoffentlich keine große Namensliste derer, die durch unsere Hand gestorben sind. Nun ja, wir werden es vielleicht noch erfahren. Wir laufen erstmal weiter. People were afraid of our hero. Okay, ein kleines Dorf. Und, egal wo ich hinlaufe, ich kann mit niemandem reden oder ich kann es generell zu niemandem gehen. Die hauen alle ab. Kann ich hier irgendwas anklicken? Bin mir nicht sicher, ob der Zeiger hierzu überhaupt zu sehen ist in der Aufnahme. Ich habe hier so eine kleine, wie so eine, ja, Schreibfeder als Mauszeiger. Ich, keine Ahnung. Es kann sein, dass die gar nicht mit aufgenommen wird. Aber ich kann eh nichts machen. Ich kann wirklich nichts machen mit dem Ding, wie es ausschaut. Zumindest jetzt noch nicht. Wir laufen mal weiter. Ich halte mal die Klappe. Hallo. Our hero was offered refuge under a tree, but decided he would rather sulk in the rain. Die klaut uns einfach unseren Hut hier.
Wir stehen wirklich jetzt im Regen. Wo rennt sie hin? Ich renne einfach mal hinterher. Ja, die kriegen wir wohl nicht, oder? Mal schauen. Aber ich kann nur langsamer laufen. Rennen kann ich. Also er rennt ja eigentlich schon ein mäßiges Rennen. Okay. Ich glaube, der ist ein bisschen angepisst. Oder auch nicht. Was? Halal? Huch. Hey, Adam. It's Claire. But you already know that. Which is probably why you're not answering. Anyway, I'm just checking in on you. Because that's what friends do. We are still friends, Adam, right? I never wanted to get between you and Eve. I hope you'll pull yourself together in the end. Then maybe we could grab a coffee. Anyway, just a thought. Bye. Our hero and his love rested by the lake. Da rennt sie dem Vogel hinterher. Nun ja. Ja, und wie es ausschaut? Zeichnen wir im Real Life sozusagen diese kleine Geschichte hier, in der wir jetzt hier diesen namenlosen Helden spielen. Und vielleicht ist das ja so eine Art eine Verarbeitung der geschehenen Dinge im sogenannten Real Life. Und ja, wir erfahren damit vielleicht mit dieser kleinen Geschichte, was im wahren Leben passiert ist. Keine Ahnung. Ich tapper mal hier auf dem Steg rum. Möchte jetzt ehrlich gesagt nicht ins Wasser. Können wir überhaupt schwimmen? Weiß ich gar nicht. Aber müssen wir auch gar nicht, oder? Oder müssen wir da... Warte mal. Warte. Ich kann ja mal probieren. Komme ich bis dahin? Hui. Nein. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Okay, wir können also nicht schwimmen. Gut. Kann ich irgendwas machen an dem Bild? Nee. Benutze jetzt mal wieder diesen Mauszeiger, den man wahrscheinlich nicht sieht. Our heroes love adored birds. And this one was clearly in distress. Our hero had no choice but to pick up his love's pen and follow. Okay, dann tun wir das mal. Wir können hier... Warte mal, ich probiere mal was. Was war das? War ich das? Wir können anscheinend irgendwo anders hin. Können wir hier draußen... Was raschelt da so? Das ist... Hui. Eine Art Portal. Mhm. Okay. Interessant. Und hier gibt es nur diesen einen Weg... Nach oben. Mal schauen, wo dieser hinführt. Da ist unsere geliebte Freundin, Frau, keine Ahnung. Inkt. Dann rennen wir mal hinterher. Our hero thought he found true love. Ja, das denkt man meistens. Huch, halt, Moment. Ist hier. Nee, das ist nicht aktiviert, das Portal. Ich. Nee, ich gehe mal lieber nicht so weit, weil.
Nun ja, der Abgrund. Ah, warte mal, Moment mal, da hinten? Ist das eventuell die grüne Fläche da unten? Also die grüne, der grüne Ort? Ist das eventuell das Ziel unserer Reise? Könnte sein. Könnte sein. Wir werden es erleben. Wann ist die schnell? Komm, komm noch hinterher. Ein Hebel und tote Vögel? Sind das Vögel? Hallo? Sind die tot? Nee, die atmen. Also die bewegen sich. Schlafen anscheinend nur. Mit ihr reden kann man nicht. Dann werde ich mal versuchen, den... Huch! Uiui. Ja, die Steuerung ist ein bisschen... Bisschen komisch. Uiui. Selfless, our hero is. Always helping those in need. He fed the birds, and now they are bound by loyalty to the very end. Okay. Ja, aber hinterher kann ich nicht. Das ist, Jetzt rennt die schon wieder weg. Mann, bleib doch mal stehen! Moment, ich muss mal gucken, ob ich irgendwas machen kann. Nö. Nö, 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 nö. Sieht aus wie eine Litfaßsäule. Our hero and his love started going back to the lake, hoping to still catch some sun. Ja, das ist doch schön. Nee, kann nichts machen. Hallo. Scheint so. Okay. Aus dem Leben geschnitten. So würde ich es jetzt mal deuten. Und die Vögel scheinen... Oh, wer ist denn der? Hallo. Und mir scheint es so, als ob die Vögel sie noch warnen wollten. Kann das sein? Vor dem Weitergehen? Also ich würde es mal so interpretieren. Keine Ahnung. Ich gehe mal hinterher. Okay. Oh, wir hinterlassen blaue Fußabdrücke. Jo. Tintenkekse. Our hero began the quest to save his loved one, Aiko. Aiko, okay. Aiko, wir werden dich retten, hoffentlich. The cherry trees reminded our hero of her. He knew that from that moment on, he could always count on them as a safe place. Okay. Hallo Baum. Kann ich da irgendwas? Nö. Nee. Warte mal, bevor ich hier den Hebel umlege. Oh, da drüben ist der andere, der kleine Mann oder die kleine Frau, keine Ahnung. Man sieht es ja unter dem Helm nicht. Oder unter dem Hut. So. Wir rücken mal. Wir drücken mal am Hebel. Alles klar. Dann hoffe ich, dass jetzt die Brücke nicht einfach zurückschnipst nach einer gewissen Zeit. Das kennt man ja aus anderen Spielen. Alles klar, springen, kennen wir ja. Haben wir schon getan. Oder probiert. Und hier wieder die grauen Gestalten, hier die Schatten. Aber diesmal hauen die nicht ab. Aber ich kann nichts machen. Wenn ich hier drüben irgendwas... Nö, bei dem auch nicht. Huch. Ich höre irgendwas an den Fahnen machen, an den... Was auch immer es ist. Heißt es nicht weitergehen oder ist das einfach nur... eine Hand? Hier liegt ein Tintenfass rum. Huch.
da unten links einen blinkenden Punkt. Okay. Die Gestik da oben, die habe ich jetzt gerade nicht deuten können, was der, die der gemacht hat. Da oben, der kleine Mensch. Ich gehe mal weiter. Unser Held wagte sich in das Meer der einfachen Geometrie. Mhm. Our hero ventured into the sea of simple geometry. Danke für die Wiederholung. Also ich brauche es eigentlich nicht selbst vorlesen. Ein Würfel. Alles klar. Q. Ich kann Q drücken. Alles klar. Jetzt kann ich mit der Maus arbeiten hier. Oder kann ich auch mit der Tastatur? Nee. Da muss ich jetzt mit der Maus arbeiten. Warum kann ich... Jetzt kann ich es auswählen. Und jetzt... alles klar. Ja. Eine Druckplatte. Wie schön. Wieder mal eine Druckplatte. Und wenn ich... Ups. Okay. Fährt sie zurück, kann ich jetzt... Alles klar. Einfach nochmal auswählen. Beziehungsweise die Maus drücken. Und dann stellen wir dieses Ding dahin. Gut. Aber wenn ich jetzt... Wenn ich das Ding zurückhaben möchte... Warte mal, wir gehen jetzt mal rüber. Ist ein bisschen früh für die Space-Taste. Habe ich das Ding jetzt automatisch... Alles klar. Draufdrücken und dann... verschwindet es. Oh, jetzt habe ich einen kleinen Schreck bekommen. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Naja. So, da ist wieder eine Person, eine... Nein! Wups. Okay. Ich war's nicht. Und was ist das hier? Was kann ich hier machen? Warte mal. Zack. Keine Ahnung. Ich dachte, es ist so eine Art Spiegel, dass man hier irgendwas vielleicht kopieren kann oder so. Also was weiß ich jetzt, wenn ich das hier drauf fallen lasse, dass dann hier unten eventuell eine andere Würfel erscheint, aber gut, wahrscheinlich nicht. Ja. Warte, kann ich... Alles klar. Das Problem ist nur... Ja. Oh, da muss ich, glaube ich, schnell sein. Die geht nur langsam zurück, die Brücke, aber... Hui. Das schaffen wir doch locker. Jawohl. Gerade ein bisschen geleckt. Warum auch immer. Ach ja, genau. Würfel, den sacken wir mal wieder ein. Hier genau das gleiche Spiel. Hallo? Da ist eine blaue Kiste. Warte mal. Das wird schwierig. Da komme ich nicht hingerannt. Aber ich kann ja mal versuchen. Weiß nicht. Kann ich die Kiste hier irgendwie... Alles klar, ich kann sie verschieben. Das ist... Nein! Nein! Warte. Moment. Kann ich... Warte mal, kann ich noch einen Würfel auswählen? Ich habe ja nur einen. Ja, ich habe nur einen. Das ist natürlich doof. Ach so, warte mal, ich kann ja... Kann ich den jetzt... Kann ich doch hier raufstellen einfach so, oder? Müsste der... Ja, das müsste gedrückt bleiben. Wir ziehen uns die Kiste rüber und dann sacken wir den Würfel wieder ein und stellen ihn auf die andere Seite. Jawohl. Na,
hast, denke ich, könnte klappen. So, einmal loslassen. Halt. Nee, wir brauchen ja gar nicht mehr rüberlaufen. Wir können hier bleiben. Zack. Wett. Das war ja doof. Geht die Tür wieder auf? Ach, ich hol... Ja, ich bin seit... Warte mal. Wir sind Vollhorst. Geht die Tür... Bitte Tür, geh wieder auf. Geht die nicht wieder auf? Scheiße, haben wir uns das ausgesperrt? Das haben wir uns aus... Ich war so doof, ich hätte da schon mal rübergehen müssen. Nein! Ach, war das scheiße. Jetzt kriege ich das Ding nicht mehr... Kriege ich die Tür nicht mehr? Nee, kriege ich jetzt nicht mehr auf, oder? Nein! Ja, das bringt natürlich überhaupt nichts hier. Warte mal. Nö. Ach nö, jetzt haben wir es ausgesperrt. Das ist ja doof, das ist ja doof. Alles klar. Okay, gut, dann ja. Dann eben so. So, jetzt kann ich sie klauen. Ja, genau. So, Tür zu. Den Würfel hier rauf. Nö, auch nicht. Was? Warte mal. Jetzt dämlich? Ich kann... Nee. Ach, Moment. Das muss doch was zu bedeuten haben hier, oder? Okay, ich würde sagen, wir machen mal ein kurzes Folgenpäuschen. Das bin ich gerade ein bisschen an Blackout oder so. Ich hab das schon im Kopf gehabt, oder? Bin ich doof? Ja, anscheinend schon. Ich beantworte die Frage einfach mal selbst. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.